Ja, willkommen in meinem Tutorial zu Data Science mit R, dynamische Visualisierung. Mein Name ist Bernd Hesen und ich freue mich, dass ich Ihnen zeigen kann, wie Sie Visualisierungen mit R auch dynamisch darstellen können, um zum Beispiel den zeitlichen Verlauf von Daten darzustellen. Das zugehörige Skript mit dem R-Code der nachfolgenden Demonstration stelle ich Ihnen auf meiner Webseite www.prescient.pro zur Verfügung. Die hier vorgestellten Inhalte sind Extrakte aus meinem Buch Data Science und Statistik mit R – Anwendungslösungen für die Praxis. Ja, die dynamische Visualisierung wird in R unter anderem unterstützt von dem Paket Shiny. Das ist besonders geeignet, wenn Sie die Abbildungen auch auf Webseiten einbinden möchten. Ein anderes interessantes Paket mit Funktionen für die dynamische Abbildung ist das Paket Plotly. Und das möchte ich Ihnen im nachfolgenden Beispiel vorstellen. Mehr Details zu diesem Thema finden Sie in meinem Buch auf den Seiten 174 bis 175. Wenn Sie RStudio und das Skript geöffnet haben, sollten Sie zunächst beginnen, die erforderlichen Pakete zu laden oder zu installieren. Das Paket Plotly wird benötigt für die dynamische Visualisierung. Das Paket Gapminder wird hier ausschließlich benötigt, um Daten entsprechend daraus zu laden. Der erste Schritt dann, die Daten aus dem Paket zu lesen, lädt einen entsprechenden DataFrame in R. Der beinhaltet die Informationen zu den Ländern mit der Zuordnung zum Kontinent und zu dem Jahr, mit einer entsprechenden Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Geburt und der Angabe der Bevölkerungsquantität des Landes und des Bruttosozialproduktes pro Kopf. Aus dieser Abbildung in den zwei Achsen Lebenserwartung und Bruttosozialprodukt pro Kopf soll abgeleitet werden können, ob es einen Zusammenhang dieser zwei Größen gibt. Der erste Schritt hier, nachdem die Daten geladen wurden, ist ein Umbenennen der entsprechenden Spalten in das deutschsprachige, dann eine Zuordnung einer Farbkategorie zu den verschiedenen Kontinenten. Deutschland soll separat farblich herausstechen. Dann die Lebenserwartung wird gerundet auf ganze Jahre. Gleiches für das Bruttosozialprodukt pro Kopf, welches in Millionen internationalem US-Dollars angegeben wird. Und dann die Bevölkerungsquantität wird ebenfalls gerundet. Anschließend ist es möglich, die Funktion ggplot auszuführen und sich diese Daten in einem Plot ausgeben zu lassen und dies in der Variable gg zu speichern oder auch einem anderen Namen. Und jetzt ist die nächste Funktion die Ausführung der ggplotly-Funktion, die das Ganze dann entsprechend darstellt in dem unteren Bereich des Bildschirms. Ich verschiebe deswegen hier die Dimensionen, sodass es besser sichtbar ist. Und hier sieht man jetzt, dass die verschiedenen Kontinente farblich unterschiedlich markiert werden und unten das Bruttosozialprodukt pro Kopf in Millionen internationalen US-Dollars gemessen und die Lebenserwartung in Jahren entsprechend auf der anderen Achse. Man sieht hier, gibt es einige Länder, ich markiere mal den unteren Bereich, die im Jahr 1952 eine Lebenserwartung haben von 32 Jahren, zum Beispiel Guinea-Bissau oder wenn ich mir hier dieses Land anschaue, Gambia. Hier gibt es auch aus anderen Kontinenten, zum Beispiel Indien, eine Lebenserwartung von 37 Jahren im Jahr 1952. Es ist jetzt hier möglich, entsprechend das Ganze
auch nochmal neu zu skalieren, Autoscale, sodass alle Daten reinpassen. Man sieht hier auch ein Land dabei, welches ein sehr hohes Bruttosozialprodukt pro Kopf hat. Das ist in dem Fall das Land Kuwait im Jahr 1952. Und man kann jetzt hier auf dieser Achse entsprechend auch navigieren und sich andere Jahre anzeigen lassen. Und Sie sehen, das ist sehr dynamisch. Und so erkennt man, dass im Laufe der Jahre immer wieder vielleicht ein Autoscale nochmal zwischendrin erfolgreich, dass die Lebenserwartung deutlich gestiegen ist für die verschiedenen Länder. Man kann sich das hier auch abspielen lassen, indem man auf den Anfang geht und dann Play sagt. Und dann erfolgt im zeitlichen Verlauf eine Abbildung dieser entsprechenden Kategorien. Wobei in dieser Abbildung die Größe der entsprechenden Dots von der Größe der Bevölkerung abhängt. Dynamisch ist es auch insofern, als man sagen kann, man möchte zum Beispiel Ozeanien nicht anzeigen lassen oder Asien nicht anzeigen lassen und auf diese Art entsprechend einen Fokus legt auf gewisse Regionen. Also angenommen, ich bin jetzt eben hier nur an Europa und Deutschland interessiert, sehe ich im Jahr 2007 war die Lebenserwartung für Deutschland 79 Jahre. Wenn ich jetzt hier in der Zeitreise zurückgehe, 1952, auch wieder ein Autoscale durchführe und mir entsprechend Deutschland anschaue, dann sehe ich hier, dass im Jahr 1952 die Lebenserwartung noch bei 68 Jahren gelegen hat. Dies ist ein Beispiel für eine dynamische Abbildung. Den Quellcode zu diesem Tutorial finden Sie auf der Webseite www.prescient.pro unter dem Namen ds-vis-dynamisch.r. Damit haben wir das Ende dieses Tutorials erreicht und ich hoffe, Sie haben etwas Wertvolles mitnehmen können.